Hallo YouTube Schatz, ich starte heute mit einem neuen Video und zwar in den nächsten Wochen. In Fortnite wird so einiges passieren. Die Story zu der Season 7 ist jetzt in den letzten Tagen erst so richtig zum Laufen gekommen. Unter anderem können wir darauf uns einstellen, dass wir wahrscheinlich einen Teleporter bekommen werden, der über die ganze Karte funktionieren wird, und es wird eine neue Variante der Skulltrooper Skins geben. Alle Informationen dazu, Freunde, gibt es in diesem Video. Falls ihr noch auf dem Kanal seid, lasst 20 Likes hier und 30.000 Abonnenten. Disco. Oh, Bruder, machst du ja alleine Party auf Toilette? Das geht aber nicht ohne meine Einladung. Wo soll ich überhaupt anfangen? Und zwar aktuell ist ein sehr interessantes Konzept aufgetaucht. Und zwar, viele von euch werden es bereits schon wissen, und zwar die Schneekarte, die aktuell so existiert, wird es bald nicht mehr geben. Zumindest zu Ende der Season 7 stellen sich die Leute darauf ein, dass wir hierhingehend eine neue Karte erhalten werden, beziehungsweise dass der Schnee größtenteils abschmilzt. Okay, warte mal. Da ist ein schwarzer Ritter. Müssen wir uns mal... kurz konzentrieren, aber trotzdem locker flockig, ohne Probleme. Ich bin der wahre OG und da hat er noch den Mini. Lohnt sich doch immer, die 50er-Tränke aufzuheben. Schmeckt jetzt umso leckerer. Und ich werde euch mal das Bild einblenden. Und zwar, das Konzept sieht meiner Meinung nach ziemlich gut aus. Und so kann ich mir das auch vorstellen, dass wirklich nur noch nach dieser ganzen Season 7 und dieser Eiszeit ein relativ kleines da kannst du nicht wegrennen. Freunde, Disco, Disco. Junge, Junge, Junge. Ja, jetzt wieder schimmeln, ne? Das sind mir die richtigen. Kannst ruhig rauskommen und dich zeigen, Freund Blase. Ist der hier drinne? Will mich verarschen. Komm jetzt raus und kämpf wie ein Mann. Ah, der ist safe hier neben drinne. Was ein schöner 92er Lucky Headshot, kann man hier nur sagen. Also geplant war das definitiv nicht gewesen. Und das Schneegebiet ist ja aktuell schon am Schmelzen. Das wird sich jetzt über die ganze Season 7 als Storyline ziehen. Und da wird auch was sehr Interessantes zum Vorschein kommen. Und zwar habe ich euch ja schon mal darauf informiert, dass in der Nähe von Polarpeak, dass es da einen geheimen Bunker gibt, einen zusätzlichen geheimen Bunker. Wir haben ja einmal den Bunker in Wailing Woods, den es jetzt schon seit eigentlich Anfang an fast gibt. Ei, Karamba! Da hat er mir hier nochmal ordentlich den Kill geklaut. Was eine freche Nase. Und ich muss mal zusehen, dass wir uns hier das Medkit reinziehen. Tränke haben wir auf Sicherheit auch noch dabei. Oh, macht man hier. Oh, sind noch mindestens zwei Leute hier in Tilted. Die können wir uns gleich zum Frühstück snacken. Dieser Eisbunker, den wir kennen, oder diesen Eisbunker, der wird jetzt erst noch abschmelzen, weil der ist gerade aktuell noch verdeckt von einem riesen Eisklotz. Und dieser Eisklotz, den kann man quasi, es gab ja diesen Bug, dass man im Creative-Modus auf die normale Insel gehen konnte und da konnte man halt diesen Eisblock entfernen und hat diesen Bunker halt da durchgesehen. Und viele Leute gehen jetzt davon aus, dass es sich hierbei um ein Across-the-Map-Portal handeln wird. Also es wird eine Verbindung wahrscheinlich zwischen Wailing Woods und halt, ich glaube, das ist in der Nähe von Polarpeak geben, dass man halt relativ schnell hin und her reisen kann. Das macht für mich auch Sinn. Wir haben ja die Portale aktuell, glaube ich, mit der Season 6 bekommen. Und diese Portale klingt für mich auf jeden Fall einleuchtend, weil die Zone ja, wie gesagt, immer ein bisschen rumstruggelt und
Epic Games ist halt, will halt die anderen Orte, die Orte, die weiter weg sind, deutlich attraktiver machen. Und wenn man sich dann durch die halbe Map an verschiedenen Bunkerstellen sozusagen teleportieren kann, ist das eine nice Sache und passt auf jeden Fall ins Spiel. Könnte ich mir definitiv vorstellen, dass wir hier hingehen ein Portal bekommen. Viele haben gestern nochmal die Bezweiflung geäußert, dass wir wirklich eine schallgedämpfte Sniper bekommen. Und wie gesagt, Freunde, diese Datenfiles sind wirklich im Battle Royale drin. Ich weiß, es gibt in Rette die Welt irgendwie auch eine ähnliche Sniper, die so aussieht. Aber das wird die Battle Royale Sniper geben, wo es unter anderem auch eine neue Tarnung geben wird. Die Tarnung werde ich euch hier nochmal einblenden. Wann jetzt diese Sniper denn jetzt endgültig ins Spiel reinkommt, kann euch niemand sagen. Nur Epic Games, da können wir Vermutungen aufstellen. Es weiß niemand. Dann werden sich viele wahrscheinlich noch an den Stormtracker erinnern. Und zwar den Stormtracker, es war damals durch einen Bug, falls ihr euch wundert, wieso ich hier rumschieße. Ich will, dass hier irgendwelche Gegner vorbeikommen. Ah, siehst du? Oh, böse, böse Falle. Captain! Ja, Bruder, da solltest du das Bauen nochmal üben, aber ich kenne die Stelle. Nämlich, da geht immer die Hälfte in den Boden rein und den leckeren Chuck-Chuck. Hm, werden wir jetzt mal nehmen. Macht keinen Sinn, den mitzunehmen, weil dauert einfach viel zu lange. Sobald du einen guten Spieler hast, hast du eigentlich kaum Chancen, das Teil zu nehmen. Oh. Glück gehabt. Kannst gleich vorbeikommen. Ich komme dich besuchen. Hier ganz frech mit einem Raketenwerfer auf mich schießen. Finde ich nicht so gut. Oh, das tut weh. Eieiei, der hat bestimmt ein Jumppad dabei. Dann wichtige Information, das Frozen Legends Bundle. Aktuell gibt es ja das Frozen Legends Bundle mit 3 Skins für, sage ich mal, nur 25 Euro. Das ist, sage ich mal, im Vergleich zu den anderen Skins, die im Shop sind, relativ günstig. Gab es jetzt eine News, dass dieses Bundle bald entfernt wird. Und die Frage ist, ob dieses Bundle dann überhaupt irgendwann nochmal in den Fortnite-Shop reinkommen wird oder ob es irgendwann nochmal verfügbar sein wird, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass die Skins jeweils einzeln für 2000 V-Bucks irgendwann nochmal im Item-Shop reinkommen werden, aber das Bundle ist natürlich ein unschlagbarer Preis. 3 kranke Skins für relativ wenig Geld, in Anführungsstrichen, wenn man halt den Vergleich zu den anderen Skin-Paketen sieht. Oh. Das tut mir jetzt leid, weil das... Wo ist jetzt der Helikopter hin? Das war mal wieder Laser... Laserbeam von einer ganz anderen Stern. Und ich muss sagen, dieses Backpack von diesem neuen Schneefall-Skin schockt mich übertrieben. Ich feiere das. Es passt auf so viele Skins. Und das sieht einfach so... Ah, ich weiß auch nicht. Mir gefällt das echt gut. Ist mir gerade nochmal hier so... So aufgefallen. 4-fach Raketwerfer bin ich... Ja, ist ganz gut, wenn du keinen normalen Raketwerfer hast, aber bin ich jetzt nicht Ultra-Fan von. Und hier neben macht direkt noch jemand aufmerksam. Also deswegen, Freunde, Frozen Legend Bundle nicht mehr lange im Shop verfügbar. Der Storm, ach, beim Stormtracker war man gewesen. Für die Leute, die nicht wissen, was der Stormtracker ist, das war damals ein Item gewesen, welches ins Spiel reingebracht worden ist. Aus Versehen, also man hat dieser Stormtracker. Oh, dicke Hits. Das ist der Free Kill. Oder auch nicht. Ballonfahrer, mach auf. Der Typ hat ja gar keinen Durchblick. Da kommt noch einer. Jo, jo, jo. Oh, schlecht.
ehrenlose Aktion, mal wieder hier den Raketenwerfer rauszuholen. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber ich sag euch so, wie es ist. Es gibt in ganz Fortnite keine bessere Waffe, um High Kill Round zu fahren, als der Raketenwerfer. Weil da kann man wirklich die Kämpfe relativ schnell beenden und man kann weiter und macht da nicht 20 Jahre im Baubattle. Und ich denke mal, ihr habt alle Bock, hier High Kill Rounds zu sehen. Dafür habt ihr mich ja hoffentlich abonniert. Deswegen hier nochmal abonnieren, ihr wisst Bescheid. Für High Kill Rounds. LOL, mach keinen Ärger hier. Oh, das ist so ein gutes Gefühl. Oh ja, ich liebe das Gefühl, wenn das Flugzeug kaputt geht. Ja, ich weiß, du siehst mit der Desert Eagle das bei den ganzen Profispielern, aber wenn du kein Aim mit der Desert Eagle hast, würde ich das Teil lieber zu Hause lassen. Das kann ich auch jedem empfehlen. Also es gibt ja aktuell neue Meta, die man spielt im Nahkampf, Pumpgun und Desert Eagle. Ist sehr, sehr stark, definitiv, aber da brauchst du auch gewisses Aim und gewisses Movement. Ich spiel's ab und zu mal, kommt drauf an, wie ich gerade Bock habe. Oh, nicht die Zone. Aber ich muss sagen, MP für High Kill Rounds immer noch meiner Meinung nach die beste Waffe. Du kannst einfach mit der MP zack, zack, schnell Kills holen. Und mit der Desert Eagle, wenn du da mal veraimst, dann kann es auch passieren, dass das eventuell dir die Runde kostet. Und das ist natürlich dann umso schlimmer. Wie gesagt, der Stormtracker war mal ein Item gewesen, was für 2 Stunden, glaube ich, ins Spiel drin war. Man diesen Stormtracker wieder entfernt hat. Und Epic Games hat gesagt, vielleicht bringen sie dieses Teil irgendwann wieder rein. Also man konnte damit halt sehen, wo der nächste Sturm landet, beziehungsweise wann die Zone zugeht auf der Karte. Und dieser Stormtracker wurde jetzt endgültig, also man hat damals gesagt, vielleicht bringen sie dieses Item wieder zurück ins Spiel, aber vielleicht auch nicht. Und man hat jetzt dieses Teil komplett aus dem Spiel entfernt, beziehungsweise aus den Datenfiles. Auch ein kleines Update. Dann gibt es auch noch ein kleines Update zu einer neuen Pickaxe und einem neuen Hängegleiter, die gerade geleakt worden sind, werde ich euch an dieser Stelle hier auch mal einblenden. Sehen ganz in Ordnung aus. Wie wir wissen, Freunde, die Skin-Leaks gibt es in dieser Form nur noch sehr abgeschwächt, weil halt, wie gesagt, Epic Games eine Methode herausgefunden hat, dass es unmöglich ist, das Ganze zu entschlüsseln. Aber dann ist die Überraschung einfach ein bisschen größer im Item-Shop. Finde ich jetzt auf jeden Fall nicht so schlimm. Ah, komm, 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 komm. Ah, Mist. Okay, gut, muss los. Wow, er gibt uns natürlich den Headshot beim Vorbeifliegen. GG. Ach, nicht Elite-Agentin, Bruder. Ich sag euch, ich weiß auch nicht, Freunde, bei Elite-Agentin ist einfach der, wirklich der. Wenn es einen Schwitzer-Skin gibt, dann ist es die Elite-Agentin. Ich hasse diesen Skin. Jedes Mal, wenn ich den sehe, ist sogar für mich schlimmer als der Schwarze Ritter. Es sind immer richtige Tryharder, die zu viel Turniere sich angeguckt haben. Und dann hier auf, okay, schade, wir haben keine Dings mehr. Kein Feuerwerk mehr. Wie heißt das Ding? Feuerstelle. Warte mal. Uiuiuiui. Guck mal, das verstehe ich halt nicht. Ich schieße von unten und gebe ihnen einen 47er Headshot. Oh, den könnten wir uns holen. Tschüss, Ehre, es kann nicht sein, es kann nicht sein. Tilted Towers, meine City. Ich liebe dich vom ganzen Herzen. Danke, meine Stadt hat mich beschenkt mit einem Slurpee. Höchstpersönlich, der Weihnachtsmann hat sie abgeschmissen. Dann gibt es noch ein geiles Konzept, das wollte ich euch auf jeden Fall noch einblenden. Und zwar ein Konzept, und zwar den Modus 50 gegen 50, aber nur mit Flugzeugen. Und zwar hat sich dieser Konzeptersteller so gedacht, dass der Busfahrer quasi im Urlaub ist und die Runde startet mit 50 Flugzeugen. Also jedes Team hat 50 Flugzeuge und man fliegt dann so auf die Karte. Das wäre ultra geil, meiner Meinung nach.
wäre bestimmt ein ziemlich Interested-Modus. Und, oh, da ist sogar noch einer. Vielleicht haben wir hier Glück, dass da ein Schmecker-Schildi ist. Ja. Ich habe schon gesehen, dass der lost war, deswegen habe ich hier gar nicht so auf extrem krass gerade gemacht, den zu killen. Das siehst du direkt, dass der... Ach, Mann, ey. Ich verstehe nicht, ich finde immer, Schildtränke zumindest, die grünen sollten immer drin sein. Was bringt mir so ein Medkit? Ist jetzt natürlich auch nicht schlecht. Der hat auch nichts mehr dabei. Aber ja, ich weiß nicht, also... Sagt mir irgendwie nicht zu. Kann ich wenig mit anfangen. Vier Leute leben noch. Ich will mal vorsichtig sagen, könnte die 20er werden. Mit ein bisschen Lucky Glück. Und dass die Gegner ein bisschen campen und mir in die Arme laufen. Aber ich sehe weit und breit. Aha. Aha! Wem haben wir denn da? Ach du Scheiße, der Typ ist ja. Der ist auch lost. Mach's gut. Oh, okay, das mit der Porter Rift ist wichtig. So, da oben haben. Hä? Da oben haben wir einen drin und da rechts läuft einer. GG. Ja, genau. Das die Team doch. Die Team doch. Anstatt der eine auf den schießt, schießt er auf mich. Ah, okay, jetzt. Unsere Chance. Schön von oben rein. Down. Stabil, 20 Kills haben wir hier. Ich sagte, der Raketwerfer mit dem Raketwerfer ist, das ist auch eine High-Kill-Round-Maschine, ne? Immer wenn ich Raketwerfer habe, 20er Round ist da. Ja, Statistik sagte, Prezi ist ganz schön runtergegangen in den letzten Wochen. 26er, nicht so doll. Da muss ich mal wieder ein bisschen mehr konzentrieren, Leute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Standard-Skill OL als Creator eingehen. Abonnieren nicht vergessen. Viele von euch haben noch nicht abonniert. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst ein Like für Paulo Berge. Lama hier. Ciao mit auf.